Achtung! Dieses Video ist keine Anleitung und soll niemanden animieren, das Gesehene nachzumachen. Alle Stunts wurden von professionellen Stuntmans durchgeführt und beim Dreh wurden keine Tiere verletzt. Oh, mein Name ist Filigran, Experte für Autoglas. So ein gigantischer Riss in der Scheibe. Ist alles andere als harmlos. Angenommen schon ein Typ, der deine Scheibe zerstört. Deine Karre ist hässlich. PS, habe deine Scheibe zerstört. Und die Scheibe kann reißen. Und wenn du kein Geld hast und keine Teilkasko, dann verschwinde. Ganz ehrlich, ich liebe dieses Riesenauto. Das ist so geil. Boah, ist das hell. Hallo und herzlich willkommen zu Filigranglas. Wir werden heute diese Scheibe austauschen und ich habe sehr viel dafür gekauft. Silikonentferner, lustige Gummi, ich mache Sachen weg, Dinger. Tolle Saugnäpfe fürs Glas, Luftdruck, Klebe aus, Schießpistole, Schneiddraht, Klebeband und natürlich die Scheibe. Sie liegt hinten dran, drin, dran und sie hat die Fahrt hierhin überstanden. Ich habe kompetente Hilfe teilweise dabei. iCopy. Einmal gemacht. hast du wirklich schon mal eine Scheibe ausgetauscht? Alter. Sorry, warte ich hier. Muss ich kurz eine Sonnenbrille holen, oder? Statement, also ich habe es einmal gemacht an einem alten Vito 638. Okay, und? Es war stressig. Also es war echt stressig, ne? Weil du musst dann gucken, dass die Scheibe auch wirklich dann dahin fluchtet, wo sie auch war. Und du musst vor allen Dingen gut vorarbeiten, ne? Den restlichen Kleber machen. Hast du ihn komplett weggemacht? Nein. Okay, aber jetzt muss ich auf jeden Fall erstmal die Innenverkleidung wegmachen. Und ich habe gesehen, dass hier die Zierleiste keine Dichtung ist, weil die kann man einfach abmachen. Die unten ist auch keine Dichtung, die kann man auch einfach abmachen. Nur die hier oben ist eine Dichtung und die habe ich selbstverständlich neu bestellt. Nicht. Doch. Doch, hast du? Ja, natürlich. Echt? Weil ich habe es smart gemacht. Ich habe mir ein Angebot eingeholt von einer Glasereifirma, die ich jetzt nicht näher nennen werde. Und die haben mir guterweise direkt die Artikelnummern mitgeschickt im Angebot, weil da alle Artikel, die sie quasi bestellen würden, aufgelistet waren. Und die habe ich einfach nachbestellt. Du bist verrückt, Will. Ja. So vorbereitet kannst du auch nicht sein als YouTuber. Kleines Manko, wir haben hier eine Scheibenheizung drin, beziehungsweise eine Wischerblätterheizung, die habe ich jetzt nicht. Die wird rausgeschmissen. Wer braucht das? Also Klimawandel sei Dank, werden wir das nicht mehr brauchen in Zukunft. Also vom Tempo heute bin ich absolut überrascht. Ich habe alles demontiert jetzt schon, diese komischen Leisten. Alles bis auf die oberste Leiste ist noch drin. A-Säule-Abdeckung, diese lustigen Zierleisten, der Spiegel ist ab, die Scheibenwischer sind ab, komische Abdeckung für irgendwas und das Lüftungsgitter. Jetzt kommen wir schon zum nächsten Schritt und ich bin überrascht davon, dass es so real jetzt doch schon wird, die den Kleber rausschneiden. Die Scheibe hält halt echt nur oben in dieser Dichtung drin. Das finde ich ein bisschen gruselig. Ich habe gesiegt. Einfach mit einem Inbusschlüssel durchgehauen. Ja gut, die Scheibe ist ein bisschen kaputt gegangen, aber die kommt ja eh ins Altglas. Tut man sowas eigentlich in Altglascontainer oder ist das illegal? Wenn du es gefaltet bekommst? Es wird immer professioneller hier. Wie bei Motorenzimmer. Schön. Der Kotflügelschutz. Was ist das denn für eine Indianerdecke? Das ist ein Schal, hatte ich noch im Auto liegen. Ein Schal? Problem, wir kommen da nicht unter. Also hier, wir würden halt, hier diese Strecke, würden wir halt komplett das Armaturenbrett auch zerstören mit diesem Schneiddraht. Also entweder hält man den halt so, ja. Oder wir nehmen jetzt diesen Saugnapf, weil die Scheibe ist schon komplett locker. Oh Gott. Wie machen denn das Scheibenprofis? Das zeigen sie in der Werbung nicht. Schon nach 30 Minuten ist die Scheibe wieder stabil. Ein, ich glaube, 2-3-stündiger Kampf liegt hinter uns. Aber ich glaube, wir haben sie jetzt so weit ab, dass wir sie auch abnehmen können. Wie das bei Carglass auch so machen. Ich höre jetzt endlich auf zu arbeiten und breche die scheiß Scheibe einfach ab. Leer sollte hier nicht mehr durchlaufen. Ja. Ja.
Fühlt sich alles mittlerweile wie ein schlechter Fiebertraum an, aber die komplette Glasfläche ist entfernt. Ich bete zu Gott, dass das irgendwie wieder zusammengeht hier. Ein paar Ecken wurden erwischt mit dem Schneidrad, aber im Großen und Ganzen hat es ganz gut geklappt, würde ich sagen. So, spaßiges Dichtung wegmachen, aber der gute Keindl, vielen Dank für deine Hilfe an der Stelle. Max hat sich mittlerweile wieder verdrückt. Wir haben aber gerade, oder Keindl besser gesagt, hat eine spannende Entdeckung gemacht. Was haben wir hier gesehen? Hier sieht man, dass anscheinend schon mal Kleber dran war. Also anscheinend haben wir schon mal eine neue Scheibe bekommen. Ja. Ist das vielleicht jetzt die dritte? Geil. Alle guten Dinge oder sind drei. Oder die zehnte. Hallo. Ich habe keinen Bock mehr. Aber das ist mein Werkzeug dafür. Und wir schützen uns. Wichtig. So, bis auf 1 Millimeter ungefähr, beziehungsweise blank runter das Ganze. Jetzt halten wir die Scheibe einmal Probe rein und markieren uns die richtige Position. Folgende Problematik. Ich will jetzt niemanden ankreiden. Ich will niemandem die Schuld geben an dem Ganzen, aber die Saugnäpfe, die wir eben noch vollkommen euphorisch genutzt haben, sind einfach für, da steht es, glatte, trockene Oberflächen. Es sind einfach die falschen, Digga. Um das Ganze jetzt irgendwie zu retten, weil wir gerade 4 Leute hier sind, probieren wir die jetzt per Hand einmal reinzulegen, um die Position zu markieren. Aber ob diese Scheibe jetzt heute da noch drin landet, weiß ich nicht. Es ist belastend. Ich weiß nicht, wie wir so viel Glück haben konnten und mit diesen Saugnäpfen das irgendwie hinbekommen haben, die andere Scheibe da rauszuheben, aber es sieht gerade echt nicht gut aus. Jeder in eine Ecke, oder was? Jetzt nur nirgendwo hin. Ups. Oh, warte mal, jetzt sind wir alle mit unseren Fettfingern da, wo wir sind. Das habe ich doch vorhin gesagt. Wir legen nur an. Jetzt kann man direkt auch messen, wie viel Silikon dicke. Ja, hier ist ja noch eine Dichtung eigentlich. Sollte man die jetzt einsetzen? Ist das der Part, wo die Dichtung kommt? Also ich weiß schon, wer als nächstes zu Carglass rennen wird. Du? Ich werde sowas nicht mal selber machen. Alter. Einfach Tape rum und mal eine Vollbremse machen. Also jetzt passt es oben bei mir und bei dir. Hallo Eiko. Dein Klebeband ist nicht so gut wie erwartet. Es klebt nicht. Und es hat einen Job. Es soll kleben. Jetzt müssen wir nur schnell mit Kreppband das so abkleben, dass wir uns die Position quasi merken können. Gleich, wenn wir vor dem nächsten Problem stehen, dass wir keine Saugnäpfe haben, können wir wenigstens sehen, wie die Scheibe reingehört. So, jetzt können wir jetzt mal anfangen, das Ding einzukleben, oder ist es jetzt 21 Uhr auch schon, ne? Warte, ich guck kurz das Tutorial. Nee, warte kurz. Ich hab verkackt. Genau so kommt das rein. Was kann man da der Szene verkacken? Ich hab nicht weiter. Ich hab nicht weit, weit nach. Ich hab nicht weit genug nach oben gefühlt. Was musst du denn da jetzt ankommen? Nee, nochmal. 21:30 Uhr. Durch leichtes Anrauen mit Hilfe eines Schleifvlieses können grobe Ablagerungen auf der Klebefläche, in Klammern nur bei Glasscheiben mit Keramik-Siebdruckbeschichtung, entfernt werden. Wer liest sich die Anleitung? Also anschließend die Klebefläche gleichmäßig in seine Richtung mit PTEC-Reinigungstuch gründlich und rückstandsfrei reinigen. Ablüftzeit beachten. Können wir das denn jetzt einkleben, oder? Jo. Das passiert jetzt. Reinigung des Karosserieflansches. Ja, nehmen wir jetzt das PTEC-Reinigungstuch oder den PTEC-Multicleaner? Was? Sekundenentferner. All the way.
Aber das haben wir schon gemacht. Schreibt rein, ob ihr euren Dirty geschüttelt oder gerührt trinkt. Der ist nur für die coolen Sprüche da. Deshalb habe ich ihn eingeladen. Boah, gibt's ihn. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine wichtige Dichtung ist, dass sie jetzt rein muss. Aber sie sollte auf jeden Fall, bevor der Kleber klebt, rein. Das ist schaffen? Jetzt. Nein. Nee. Es gibt keine Schärfe in diesem Video. Bisschen zu hoch, oder? Sollen wir den nochmal abschneiden? Aber der drückt sich doch an. Ja, das ist schon. Meinst du, das ist zu viel? Okay. So heftig, wenn du das so Probe fährst und auf einmal so knackt. Ja, voll geil. Können wir neue Panzertape? Ich seh doch das machen? Intro mit dem Regentropfen schon. Du Penner. Oh. Was lernen wir aus diesem Video? Schließ eine Teilkaskoversicherung ab. In diesem Sinne, danke an Keindl, der tapfer, überraschend, wir haben uns heute kennengelernt, hier mitgeholfen hat. Danke an Wax, Patrick und Max, die durchgehalten haben. Und ich hoffe, ihr habt die Lektion jetzt für mich auch mitgelernt. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Freunde, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und bis dann. Ciao. Heiko, willst du auch noch Tschüss sagen? Heiko! Mein Lieber! Übrigens wichtig, Fahrzeug nicht bewegen, aushärten lassen.